Das Salz von den Stränden Balis ist eines der seltensten der Welt. Es ist auch eines der natürlichsten. Aber seine Gewinnung erfordert Geduld und eine Menge Kraft. Nengapura ist 45 Jahre alt und eine der letzten Salzproduzentinnen hier im Küstendorf Kusamba. Sie verbringt ihre Tage damit, Körbe voller Meerwasser zu transportieren und dieses auf den Vulkansand zu schütten, um das Salz herauszufiltern. Aber die Salzproduzenten verdienen so wenig, dass die meisten das Geschäft aufgegeben haben, um besser bezahlte Jobs in nahegelegenen Hotels und Touristenorten zu finden. Niemand will mehr auf diese Weise arbeiten. Die jungen Leute sagen heute, warum soll ich Salz herstellen? Es ist zu heiß. Wir sind nach Kusamba auf Bali gereist, um zu sehen, wie die Tradition der Salzproduktion aufrechterhalten wird. Touristen besuchen Kusamba und die umliegenden Regionen wegen des berühmten Vulkansandes, der für Nengas Familie seit mindestens 4 Generationen eine wichtige Einkommensquelle darstellt. Sie beginnt ihren Tag um 6 Uhr morgens und schüttet etwa eine Stunde lang Sand aus. Keine leichte Aufgabe, selbst für Nenga, die dies macht, seit sie 15 Jahre alt ist. Sie und ihr Mann machen jeden Tag bis zu 40 Durchläufe, um Wasser aus dem Meer zu holen. Die Körbe mit Meerwasser wiegen fast 30 Kilo. Wenn die Wellen hoch sind, können sie von der Nordseite her aufschlagen. Und die Wellen sind manchmal unvorstellbar hoch. Selbst an einem ruhigen Tag wie heute ist es schwer, das Gleichgewicht gegen eine anschwellende Flut zu halten. Also versucht sie, Wasser von kleineren Wellen aufzufangen. Nach 30 Jahren kann sie stundenlang hin und her laufen, ohne eine Pause einzulegen. Selbst wenn die Temperatur auf über 32 Grad Celsius steigt. Die manuelle Arbeit hat einige Produzenten dazu veranlasst, Eimer durch Maschinen zu ersetzen, die diese Menge an Wasser in nur wenigen Minuten pumpen können. Aber Nenga hat noch keine installiert. Der Prozess des Verspritzens von Meerwasser macht das Kusamba-Salz so lecker und berühmt. Dieser feine Vulkansand unterscheidet das Salz der Kusamba-Hersteller von anderen Salzsorten, aus beispielsweise Salzteichen oder von Felsen. Er absorbiert das Wasser schnell wie ein natürliches Sieb und hinterlässt in der Sonne getrocknete Salzflocken an der Oberfläche. Nenga verteilt das Wasser gleichmäßig, weil das Salz nicht kristallisiert, wenn zu viel Wasser in einem Bereich ist. An einem sonnigen Tag trocknet das Wasser bis zum Nachmittag und sie sammelt es sofort ein. Die meisten Werkzeuge sind aus lokalen Rohstoffen hergestellt, wie dieser hölzerne Rechen. Aber es ist eine Industrie, die vom Wetter abhängig ist. Während der Regenzeit zwischen Oktober und April müssen die Bauern oft wochenlang ohne Einkommen überstehen. Wenn es regnet, kann ich nicht arbeiten. Ich habe dann eine sehr schwere Zeit, da ich kein Geld für die täglichen Mahlzeiten verdiene. Die Erosion verschlingt langsam diesen Strand. Einmal erreichten die hohen Wellen die Nordseite und alle meine Kokosnussstämme wurden von den Wellen weggeschwemmt. Die Küstenlinie von Kusamba ist in nur 7 Jahren um rund 32 Meter geschrumpft. Das sind fast 5 Meter pro Jahr, die zweithöchste Erosionsrate in dieser Region von Bali. Das hat viele Erzeuger gezwungen, sich auf von Menschenhand geschaffene Schutzmaßnahmen gegen das Meer zu verlassen. Dies ist eine Barriere, damit die Wellen des Meeres nicht bis hierher schwappen können. Es funktioniert wie ein Damm. All diese Risiken und Ungewissheiten sind der Grund, warum Nengas Mann einen zweiten Job im Baugewerbe angenommen hat. Und warum das Paar nicht möchte, dass ihre beiden Kinder ihnen in die Salzfelder folgen. Ich würde mein Kind bedauern, wenn es auf diese Weise arbeiten müsste. Ich möchte diejenige sein, die hier die harte Arbeit macht. Dennoch sagt Nenga, dass es ihr Spaß macht und sie hart arbeitet, um den Betrieb, den sie von ihren Vorfahren geerbt hat, zu erhalten. Diese Arbeit macht mich glücklich. Ich habe keinen anderen Job. Das ist die einzige Arbeit, die ich mag. Nenga filtert das Salz in einer Hütte. Sie verwendet Meerwasser, um das gesamte Salz aus dem Sand zu spülen. Sie lässt es dreimal durch ein Filtersystem laufen, bis das Salz rein ist. Dann gießt sie das konzentrierte Salzwasser in diese Tröge, die Palung genannt werden, und dem Salz seinen Namen geben. Nenga verwendet aber auch diese Kunststofffolien, die das Wasser schneller trocknen lassen. Das ist der einzige Teil des Prozesses, den sie modernisiert hat. Immer mehr Erzeuger sind auf diese umgestiegen, weil sie billiger sind und nicht tropfen.
Aber Bauern wie Ai Wayan Rena sind der Meinung, dass es wichtig ist, am traditionellen Palung festzuhalten. Wir müssen zum langen Trog zurückkehren, denn das ist es, was das Salz natürlich macht. Das ist ein natürliches Trocknungsgerät. Solche Palung können bis zu 30 Jahre halten. Diese Art der solaren Verdunstung ist eine der ältesten und traditionellsten Techniken der Salzgewinnung. In etwa 1 bis 2 Tagen ist das Wasser verschwunden und zurückbleiben pyramidenförmige Kristalle. Das natürliche Meersalz soll einen höheren Nährwert haben als das durchschnittliche Tafelsalz, das oft stark raffiniert ist. Die Erzeuger beschreiben den Geschmack als subtil und nicht übermäßig salzig. Dies ist das Salz, mit dem Nenga aufgewachsen ist. Ich habe nie ein anderes Salz verwendet, nur das Salz von hier. Indonesien hat zwar eine der längsten Küstenlinien der Welt, aber schlechtes Wetter und Küstenveränderungen haben die Salzproduktion beeinträchtigt. Die Erzeuger in Kusamba produzieren in der Regel zwischen 300 und 600 Kilogramm Salz pro Monat. Aber Indonesien importiert jedes Jahr etwa 2 Millionen Tonnen billigeres Salz. Das bedeutet, dass die Erzeuger in einem harten Wettbewerb stehen. Sie verkaufen 1 Kilo getrocknetes Salz aus Palung für etwa 1,84 Euro. Das ist mehr als das Dreifache des Preises für Industriesalz aus den meisten Geschäften. Das macht Kusamba-Salz zu einem Luxusgut und die Hersteller haben unverkaufte Bestände. Wayan leitet ein Netzwerk für lokale Salzproduzenten und hilft Herstellern wie Nenga beim Verkauf ihres Salzes. Wenn ich Salz verkaufe, kaufe ich mit dem Geld Lebensmittel ein. Die Salzproduzenten haben sich an Touristen gewandt, die bereit sind, für mehr als nur das Salz selbst zu bezahlen. Die Touristen suchen hier nach dem traditionellen Wert. Es ist nicht das Salz, das sie zu einem teuren Preis kaufen, sondern die traditionelle Art der Herstellung. Der Rückgang des Tourismus während der Pandemie war ein großer Rückschlag für sie. Und ohne die Aussicht auf einen beständigen, existenzsichernden Lohn könnte diese Generation von Salzproduzenten die letzte sein, die diesen Beruf ausübt. Ich versuche, die jungen Leute hier zu motivieren. Hoffentlich klappt das. Und warum? Weil ich dieses überlieferte Erbe bewahren möchte. Die Salzproduzenten von Kusamba haben Anfang 2022 von der indonesischen Regierung ein Zertifikat für eine geografische Angabe erhalten. Mit diesem wird anerkannt, dass ein Produkt von einem bestimmten Ort stammt und deshalb einen einzigartigen Ruf genießt. Die Salzproduzenten hoffen, dass das internationale Prestige des Zertifikats die Exportverkäufe ankurbeln wird. Ich bin optimistisch, dass die Zukunft besser sein wird. Die Regierung will nicht, dass die Zahl der Salzhersteller in Kusamba sinkt. Sie wollen, dass wir überleben. Ich werde es weitergeben, wenn jemand daran interessiert ist. Wenn es niemanden interessiert, lasse ich es bleiben.